Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich das Thema Objektorientierung etwas weiter vertiefen. Wir werden uns ein weiteres Beispiel anschauen, wir werden eine Klasse definieren, wir werden Objekte definieren und instanzieren und wir werden mit diesen Objekten ein bisschen was anfangen. Nicht sehr viel, aber schon mal ein bisschen was. In einem weiteren Beispiel demnächst werden wir uns das noch einmal ausführlicher angucken und dann intensiver mit solchen Objekten arbeiten. Aber jetzt wird es, wie gesagt, noch einmal um einige Grundlagen gehen. Ich möchte als Beispiel wieder einmal Buchobjekte verwenden, die in einer Liste verwaltet werden sollen. Dazu müssen wir uns zunächst einmal überlegen, wie diese Buchobjekte aussehen sollen. Was sind die elementaren Daten, die wir für ein Buch verwalten wollen? Dann mache ich es uns erst einmal ganz einfach und möchte ein Buch auf drei Eigenschaften, die uns hier interessieren sollen, reduzieren. Das ist der Autor des Buchs, das ist der Titel und das ist der Preis. Mehr wollen wir über Bücher überhaupt nicht speichern. Keine Inhaltsbeschreibung, keine Rezension, kein Coverbild, noch gar nichts weiter, nur diese drei Daten erst einmal. Weil wir vielleicht einen kleinen Laden mit antiquarischen Büchern haben, die nicht der Preisbindung unterliegen, wollen wir ein Buch vielleicht günstiger oder auch teurer verkaufen, als wir das ursprünglich vorhatten, also den Preis nachträglich ändern können. Dafür hätte ich gerne eine Methode, ich könnte auch direkt auf die Eigenschaft zugreifen und diese modifizieren, aber es gibt gute Gründe, das nicht zu tun. Natürlich hätte ich dann gerne noch eine Methode, mit der ich das Buch auf unserer Webseite anzeigen lassen kann. Das ist also die Aufgabenstellung, die wir jetzt vor uns haben. Buchobjekte definieren, also eine Klasse Buch mit diesen drei Eigenschaften und diesen beiden Methoden, wie gerade genannt, definieren. Und hier sehen wir das noch einmal als Klassendiagramm aufgemalt. Natürlich haben wir in Wirklichkeit drei Methoden, obwohl ich gerade nur von zweien gesprochen habe, weil wir ja noch den Konstruktor dazu brauchen. Auch der ist natürlich eine Methode. Dem Konstruktor übergeben wir den Autor und den Titel jeweils als Zeichenkette, sowie den Preis, der soll eine Zahl sein. Diese drei Werte wollen wir dem Konstruktor übergeben können. Mit der Methode SetzePreis wollen wir einen neuen Preis festlegen können, der natürlich auch wieder als Parameter übergeben werden muss und ebenfalls eine Zahl ist. Mit der Methode toString schließlich wollen wir die Zeichenkette erzeugen, die wir dann auf unserer Webseite anzeigen lassen können. Warum hat die diesen komischen englischen Namen, obwohl ich doch SetzePreis zum Beispiel auf Deutsch benannt habe? Man kann sich da darüber streiten, ob man nicht vielleicht alle Methoden englischsprachig benennen sollte. Die Methode toString verwende ich hier aber aus gutem Grund mit diesem Namen, weil nämlich jedes Objekt, das hatte ich in einem so anderen Video schon einmal angedeutet, immer über eine solche Methode toString verfügt. Wir werden diese Methode hier überschreiben. Das heißt, wir sagen jetzt genauer, wie toString denn bitte für diese unsere Objekte aussehen soll. Wenn wir diese Methode nicht definieren, kommt aber etwas ganz Komisches heraus. Auch das gucken wir uns gleich noch an und deshalb werden wir dafür sorgen, dass diese Methode etwas Vernünftiges zurückgibt. Dann wollen wir uns jetzt mal in unsere Entwicklungsumgebung begeben und da das Ganze programmieren. Ich möchte euch wieder vorschlagen, das Ganze Schritt für Schritt nachzuvollziehen und bei euch auf eurem eigenen Computer ebenfalls ans Laufen zu bringen. Jemandem beim Programmieren zuzuschauen und selber zu programmieren sind zwei so unterschiedliche Dinge wie das Lesen und das Schreiben eines Texts oder das Betrachten oder Malen eines Bildes. Das eine ist Voraussetzung für das andere, aber nur weil man das eine kann, beherrscht man das andere noch lange nicht. Ich habe hier schon wieder eine Kopie unserer Vorlagedatei angefertigt und ein kleines bisschen was habe ich hier auch schon vorbereitet. Ich habe hier nämlich schon mal den Titel auf Buchobjekte geändert. Wir wissen auf jeden Fall schon, dass wir hier später noch was einfügen müssen. Wir müssen hier unsere Buchobjekte gleich in einer separaten Datei definieren oder sollten wir zumindest so tun. Und dann werden wir diese Datei natürlich hier einbinden müssen. Ich möchte aber insbesondere hier auch schon einmal kurz einen kleinen Kopf oben einfügen, dass wir schon mal eine Überschrift über dieser Datei stehen haben. Mehr passiert da im Moment noch gar nicht. Um alles Weitere kümmern wir uns später. Den Absatz kann ich hier auch schon mal rausnehmen. Hier werden wir gleich dann auch noch unsere Skriptumgebung einfügen. Das kann ich auch schon mal hier machen gerade. Script und ein Endscript. Und hier hinein werden wir dann gleich unsere Anweisungen schreiben, wo wir dann die Buchobjekte verwenden werden. Die Datei speichere ich erstmal und das war's für den Augenblick. Und jetzt machen wir uns daran, eine neue Datei zu produzieren. Und in diese neue Datei schreiben wir eben unseren JavaScript-Code, so wie wir das bei den Studentenobjekten schon getan haben, nämlich die Definition unserer Buchobjekte. Das heißt also, ich speichere diese Datei schon mal gleich unter dem Namen buch.js. Und lege sie in den gleichen Ordner wie unsere Buch.html, damit ich da gleich nicht lange nachsuchen muss, wo ich die denn bitte schön finde. Gut, was wollen wir jetzt hier drin machen? Nun, wir wollen hier unsere Klasse definieren. Wie machen wir das? Das haben wir schon kennengelernt. Wir tippen einfach das Wörtchen Class und die Eingabetaste in diesem Fall, in diesem Editor können wir einfach drücken. Sonst müssen wir das alles von Hand schreiben. Und dann steht da schon so ein bisschen was vorausgefüllt gewissermaßen. Wir können jetzt also den Klassennamen einsetzen. Naja, die Objekte sollen Buch heißen, hatte ich ja gesagt. Deshalb habe ich auch die Datei buch.js genannt
Und damit haben wir schon mal den ersten Teil erledigt. Wir haben jetzt schon mal diese Klasse definiert. Die macht natürlich noch nichts. Das Erste, was wir wie üblich machen müssen, ist, dass wir unseren Konstruktor definieren. Dann machen wir das einfach mal. Der Konstruktor bekommt drei Parameter, hatten wir uns eben auf dem Klassendiagramm überlegt. Nämlich A, T und P sollten die sein. Ich habe hier wieder diese kryptischen Namen gewählt. Eigentlich könnte man da auch wieder vernünftige Variablen-Namen wählen. Aber ich mache das wieder so bequem wie beim letzten Mal mit diesen kurzen Buchstaben nur. So, und dann muss ich eben die übergebenen Werte natürlich in den entsprechenden Eigenschaften speichern. Und das haben wir schon kennengelernt, dass wir das immer mit this machen. This.autor erhält den Parameter A, den wir übergeben bekommen haben. Da soll ja der Autor drin übergeben. This.titel erhält dann entsprechend den Titel natürlich, der da eingetragen werden soll, also den zweiten Parameter. Und in der Eigenschaft Preis zu guter Letzt soll natürlich der Preis gespeichert werden. Damit sind wir zunächst mal sozusagen schon fast fertig. Wir haben nämlich jetzt diese Objekte erzeugt. Dann können wir jetzt auch schon anfangen, damit das einmal auszuprobieren. Und dazu müssen wir diese Datei zunächst einmal speichern, gehen in unsere Buch.html-Seite hinein und hier wollen wir jetzt eben unsere Buchobjekte verwenden. Das Erste, was wir also machen müssen, ist, dass wir sie hier bekannt machen. Das haben wir schon beim letzten Mal gesehen, wie wir das machen, nämlich mit Script src gleich und in Anführungszeichen dann Buch.html. .js, so heißt ja unsere Datei. Und das schließende Script-Tag dürfen wir hier nicht vergessen. Fertig. Ab sofort kennen wir die Buchobjekte hier. Jetzt können wir in das Script hier unten in unserem Body hineingehen und können hier jetzt ein Buchobjekt erzeugen. Machen wir das einfach mal so, indem wir sagen, wir brauchen eine Variable b, let b gleich. Und das soll jetzt ein Buch sein. Und dann nehme ich einfach mal eben ein Buch, das wir neulich schon bei den HTML-Beispielen kennengelernt haben. Der Autor ist ein gewisser Witi Ihimaera. Das Buch heißt Whale Rider. Und der Preis des Buches soll 7,95 Euro betragen. Mit dem Dezimalpunkt natürlich an dieser Stelle geschrieben, klar. Soweit funktioniert das schon mal. Hoffentlich jedenfalls. Das werden wir gleich ausprobieren. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir dieses Buch einmal ausgeben. So wäre das ja schön, wenn wir das so ausgeben könnten. Unser Buch heißt B und wir wollen das natürlich wieder in Absatztext hineinschreiben, also in P-Tags hineinschreiben. Und mit DocumentWrite kriegen wir das also in unser Dokument hinein. Dann machen wir das einfach mal. Ich speichere die Datei, wir laden die Datei buch.html hier drüben und wir sehen, dass da was ganz Komisches passiert, nämlich nicht etwa unser Buch wird ausgegeben, sondern tatsächlich wird Object-Object ausgegeben. Das ist natürlich was ganz Komisches, das wollen wir nicht. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Methode toString hier angewandt wird, automatisch. Also eigentlich könnten wir hier genauso gut schreiben toString und könnten das hier drüben nochmal neu laden. Da passiert genau das Gleiche. Die Methode toString wird nämlich insgeheim von JavaScript immer angewandt, auch wenn wir sie nicht aufrufen explizit, wenn ein Objekt in einem sogenannten Zeichenkettenkontext oder einem String-Kontext verwendet wird. Weil also DocumentWrite eine Zeichenkette erwartet, wird das Objekt B, also das Objekt, was wir dort ausgeben wollen, in diesem Fall B, automatisch in eine Zeichenkette umgewandelt. Weil aber JavaScript erstmal nichts darüber weiß, wie wir gerne das Objekt ausgeben würden, gibt es einfach diesen komischen Text aus Object, Object. Um das jetzt zu ändern, müssen wir die Methode toString geeignet überschreiben. Und das machen wir, indem wir die hier oben eben in den Konstruktor hineinschreiben. Also brauchen wir hier eine Methode. Wir hatten gesagt, sie soll toString heißen. Sie soll keine Parameter erhalten. Und hier hinein müssen wir nun schreiben, wie das Ganze aussehen soll. Und da setzen wir eben jetzt, so wie wir das bei den Studentenobjekten beim letzten Video auch gemacht haben, da setzen wir jetzt eben eine Zeichenkette zusammen. In geschickter Art und Weise. Wie hätten wir das gerne? Ich möchte ganz einfach eben das Ergebnis in einer Variablen speichern. Das muss man nicht tun. Man kann das auch direkt zurückgeben. Aber ich mache das hier so, dass ich das in einer Variablen speichere. Und was hätte ich da gerne drin stehen? Ich hätte da zunächst mal gerne den Autor drin stehen. Punkt Autor. Daran anhängen möchte ich gerne einen Doppelpunkt, ein Leerzeichen. Daran anhängen möchte ich gerne den Titel. Daran anhängen möchte ich gerne einfach einen Punkt und ein Leerzeichen. Und hinten dran den Preis. Und da hinten dran bitte schön noch ein Eurozeichen. Das heißt also, die Zeichenkette, die wir zusammenbauen, besteht aus dem Namen des Autors, einem Doppelpunkt, einem Leerzeichen, dann dem Titel, dann einem Punkt, einem Leerzeichen, dann dem Preis und dann dem Eurozeichen. So, und dieses, was wir da zusammengebaut haben, das müssen wir jetzt natürlich zurückgeben.
Die Methode toString soll eine Zeichenkette zurückgeben, und zwar genau die, die wir hier gerade zusammengebaut haben. Jetzt laden wir hier drüben unsere Seite noch einmal erneut und wir sehen, das funktioniert tatsächlich. Da steht der Autor, da steht der Titel, da steht der Preis des Buchs. Wunderbar. Jetzt machen wir weiter. Wir möchten auf unserer HTML-Seite aber nicht nur ein einziges Buch haben, sondern wir wollen da mehrere Bücher stehen haben. Und diese Bücher, die hätte ich gerne alle in einem Array gespeichert. Das heißt also, was ich hier zunächst mal mache, ist, dass ich mir ein Array hernehme und in dieses Array, das ich jetzt Bücher genannt habe, da möchte ich gerne mein Buch hineinspeichern. Wie mache ich das? Ich kann einfach für das Array die Methode push aufrufen und der das Buch übergeben. Auf diese Art und Weise haben wir jetzt das Buch, was wir gerade erzeugt haben, in dieses Array hinein gespeichert. Das heißt also, unser Array enthält jetzt das Buch und wir sehen eben, ein Array kann nicht nur Zahlen enthalten, wie wir das bislang gesehen haben, oder Zeichenketten, sondern eben auch komplexe Objekte, wie eben zum Beispiel ein solches Buchobjekt. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir jetzt natürlich weitere Bücher erzeugen. Hier haben wir jetzt ein weiteres Buch erzeugt und auch dieses Buch, hier ist natürlich wichtig, dass hier nicht nochmal let davor steht, weil wir die Variable b ja schon deklariert hatten, aber was wir jetzt wieder machen können, ist wieder Bücher.push b und jetzt ist dieses Buch auch da drin gespeichert. Und das machen wir noch für ein drittes Buch, weil es gerade so schön ist. Und auch dieses Buch wollen wir in unser Array hineinfügen. Jetzt haben wir zwar drei Bücher erzeugt, aber ausgeben tun wir hier unten im Moment nur das letzte. Wir können das ja noch einmal ausprobieren, wie das hier gerade aussieht. Und dann sehen wir, das letzte Buch wird ausgegeben, die anderen beiden aber nicht. Woran liegt das? Naja, weil wir das Buch B ausgeben. Was wir aber wollen, ist ja, dass wir alle Bücher ausgeben. In B steht ja nur noch das letzte Buch, was wir darin gespeichert haben. In unserem Array hingegen, da stehen alle unsere Bücher drin. Wie können wir nun das ganze Array ausgeben? Nun, wir brauchen eine Schleife, mit der wir das Array durchlaufen. Also for let i gleich 0. I kleiner, ja, unser Array, also Bücher, Punkt Length, I plus plus. Und was machen wir in dieser Schleife? Nun, wir geben unser Buch aus. Tut's das? Wir werden sehen, das tut's nicht, denn wir geben ja immer noch das Buch B aus, also immer noch das letzte Buch, was wir eingegeben haben. Das wollen wir natürlich gar nicht, wir wollen hier natürlich jeweils das ite Buch ausgeben, also in der ersten Runde das erste Buch des Arrays, also das nullte, dann das nächste und so weiter. Das heißt, statt B müssen wir hier natürlich Bücher von I ausgeben. Und schon sehen wir, dass alle unsere Bücher ausgegeben werden. Soweit also schon mal so gut. Eine kleine Hässlichkeit haben wir hier noch. Wir sehen nämlich hier, dass zum Beispiel die 9,9 Euro da steht. Das ist nicht schön, das wollen wir gerade noch mal schnell ändern. Das können wir zum Glück. Dafür lernen wir gerade mal so eine kleine Methode noch kennen. Die fände ich hier an, nämlich die Methode, auch Preis ist eine Zahl, haben wir zwar kennengelernt, aber auch das ist ein Zahlobjekt und auch das verfügt über verschiedene Methoden. Und eine davon heißt toFixed und der können wir einen Parameter übergeben, wie viele Nachkommastellen denn immer angezeigt werden sollen. Und wir sehen jetzt halt deshalb Fixed mit Fixed zwei Nachkommastellen, so wie man Preise üblicherweise eben schreibt, wollen wir das hier ausgeben. Jetzt steht hier also 9,90 Euro. Das nur also eine kleine Anekdote hier am Rande, was wir hier noch machen können. Gut, soweit funktioniert das also, aber was wir ja noch haben wollten, war eine weitere Methode, mit der wir nämlich in der Lage sind, einen Preis neu zu setzen. Die sollte heißen, setze Preis, sollte einen neuen Preis als Wert übergeben bekommen, also als Parameter übergeben bekommen. Und was machen wir, wenn wir diesen neuen Preis übergeben bekommen? Nun, wir müssen ihn in der Eigenschaft Preis speichern. Wo ist die Eigenschaft Preis? Die heißt this.preis. Und die erhält nun einen neuen Wert, nämlich den, den wir gerade als Parameter übergeben bekommen haben. This.preis gleich neuer Preis. Sollte funktionieren, müssen wir aber auch ausprobieren, ob es das wirklich tut. Damit wir jetzt überprüfen können, ob das Ganze auch funktioniert, machen wir eine kleine Rabattaktion und geben dem zweiten Buch, dem letzten Buch in unserer Liste, einen neuen Preis. Den reduzieren wir jetzt einfach mal. Wie kommen wir an das Buch heran? Das ist Bücher an der Stelle 2. Davon wollen wir die Methode setzePreis aufrufen. Das soll ja einen neuen Preis erhalten. Und wir reduzieren den Preis von 9,90 Euro jetzt auf 8,90 Euro, sagen wir beispielsweise mal. Und damit wir jetzt auch gucken können, ob das auch wirklich funktioniert, geben wir das jetzt auch nochmal aus und schreiben hier einmal kurz hinein. Document Write. Wir machen eine kleine Überschrift da einmal kurz rein, schnell. H2, neuer Preis. Und nochmal Document
write und wieder in einen Absatz hinein geben wir das aus. Wir geben ein öffnendes p-Tag aus, dann hängen wir daran an Bücher an der Stelle 2, rufen davon die Methode toString auf und hängen daran ein schließendes p-Tag an. So sollte das jetzt funktionieren. Probieren wir es aus und wir stellen fest, das Buch hat einen neuen Preis bekommen, funktioniert also offenbar alles wunderbar. Jetzt können wir noch ein paar kleine Verbesserungen vornehmen. Die erste besteht darin, dass wir auf die Methode toString hier tatsächlich verzichten können. Wir können uns das einfacher machen, das Leben, und können einfach sagen, wir wollen das Buch ausgeben. Warum? Weil eben ein Buchobjekt hier, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, in einem String-Kontext benutzt wird. Und das bedeutet eben, JavaScript weiß vollautomatisch gewissermaßen, hier ist eine Zeichenkette verlangt. Vorhin wurde da dieses Object-Object ausgegeben. Weil wir aber toString überschrieben haben, also unsere eigene Methode toString für das Objekt definiert haben, wird jetzt diese Methode toString eben aufgerufen. Und schon funktioniert das Ganze immer noch, obwohl wir da eben, wie gesagt, keinen expliziten Aufruf mehr von toString drin haben. Der findet eben an dieser Stelle implizit statt. Das heißt also, das macht uns das Leben schon ein kleines bisschen einfacher. Jetzt möchte ich allerdings noch ein bisschen was vereinfachen. Und zwar finde ich das nicht schön, dass wir hier uns immer Gedanken darüber machen müssen, wie wir diese ganzen p-Tags noch da drum herum schreiben. Da können wir uns das Leben doch einfacher machen und nehmen diese p-Tags her und lassen die gleich von der Methode hier mit erzeugen. Das heißt, wir schreiben in unsere Methode toString schon direkt diese p-Tags mit hinein, das öffnende und das schließende, und dann brauchen wir sie nicht hier nur nicht mehr, sondern wir dürfen sie hier gar nicht mehr verwenden. Das heißt, wir müssen sie hier wegmachen, denn sonst hätten wir p-Tags in p-Tags geschachtelt und das ist nicht erlaubt. Und deshalb können wir die hier jetzt rausschmeißen kurzerhand. Und das Ganze funktioniert immer noch. Und den Vorteil, den wir hier jetzt haben, ist, dass der Code, den wir hier in unserer HTML-Seite haben, einfacher wird. Das können wir natürlich nur machen, wenn wir sicher sind, dass wir unsere Bücher auch wirklich immer in p-Tags verwenden wollen und nicht irgendwann auf einmal plötzlich in Tabellenzellen oder sowas. Das müssen wir natürlich sicherstellen. Aber wenn wir das wissen, dann ist das eine ganz geschickte Sache, dass wir eben so viel wie möglich an Intelligenz sozusagen, wenn man das mal als Intelligenz bezeichnen mag hier, in die Objekte selber hineinlegt. Also das Objekt selber weiß jetzt sozusagen, wie es sich ausgeben soll, als Absatz nämlich. Und hier müssen wir darüber gar nicht mehr nachdenken. Wir können einfach nur sagen, liebes Objekt, gib dich bitte aus. Mach das einfach mal passend. Damit sind wir mit dem Wichtigsten für dieses Video auch schon durch. Wir haben jetzt gesehen, wie wir also noch einmal mit Objekten umgehen können. Wir haben ein etwas komplexeres Objekt als unser Studentenobjekt aus dem letzten Video betrachtet, wenn auch noch nicht fürchterlich komplex. Wir haben unsere Objekte erzeugt. Wir haben sie in einem Array gespeichert und wir haben unsere Methoden sogar noch ein kleines bisschen verfeinert. Im nächsten Video mache ich an dieser Stelle noch ein bisschen weiter und werde auf dem, was wir hier gesehen haben, aufsetzen. Da ergänzen wir das noch um eine weitere Methode, bei der dann auch eine sogenannte optionale Eigenschaft mit ins Spiel kommen wird. Aber das, wie gesagt, gucken wir uns dann im nächsten Video an. Hier soll es das erst einmal gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Video.